Hallo zusammen und willkommen. Arteriosklerose ist eine chronische Gefäßerkrankung. Umgangssprachlich wird die Zivilisationskrankheit, unter der fast jeder Zweite leidet, als Arterienverkalkung bezeichnet. Eine Arteriosklerose entsteht, wenn sich Blutfette, Bindegewebe, Kalk oder Blutgerinnsel in den Gefäßwänden ablagert. Diese Ablagerungen, sogenannte Plaques, sind die Folgen einer fettreichen Ernährung und weiterer ungünstiger Lebensstilfaktoren. Das Arteriosklerose-Risiko steigt ebenfalls durch mangelnde Bewegung, Fettstoffwechselstörungen, übermäßigen Nikotinkonsum, Bluthochdruck und Diabetes. Ältere Menschen sind häufiger von Erkrankungen der Arterien betroffen. Allerdings können Arteriosklerose-Symptome schon im jüngeren Lebensalter auftreten. Mit der Verwendung gesunder Nahrungsmittel wie Zitrone, Knoblauch, Ingwer und Kurkuma können bestehende Ablagerungen in den Gefäßen abgebaut und die Neubildung von Plaques verhindert werden. Im Prinzip kann sich eine Arteriosklerose in jeder Arterie des Körpers entwickeln. Die Gefäßkrankheit entsteht jedoch bevorzugt in den Gefäßregionen im Gehirn, im Hals, am Herzen, in den Beinschlagadern oder im Becken. Zu den am häufigsten betroffenen Stellen gehören Gefäßverzweigungen, da der Blutfluss dort auf Hindernisse trifft. Im Laufe der Zeit werden die Blutgefäße enger und verlieren ihre Elastizität. Wenn das Blut durch die Ablagerung nicht mehr ungehindert fließen kann, kann sich ein Propf aus Blutplättchen an den Plaques bilden. Dann besteht akute Gefahr für einen Herzinfarkt. Bedingt durch die Arteriosklerose werden die Gefäßwände geschwächt, sodass sich diese erweitern und ein Aneurysma entsteht. Diese Folgeerscheinungen der Arteriosklerose zählen zu den häufigsten Todesursachen. Eine Arteriosklerose entwickelt sich schleichend. Die ersten Beschwerden treten meistens im Alter zwischen 30 und 40 Jahren auf. Um das Risiko für diese gefährliche Gefäßerkrankung zu reduzieren, solltest du möglichst frühzeitig mit dem Rauchen aufhören, Übergewicht abbauen und dich ausreichend bewegen. Gewürze und Heilpflanzen wie zum Beispiel Knoblauch, Ingwer und Kurkuma helfen dir dabei, die Arterien zu reinigen und der Arterienverkalkung vorzubeugen. Die Zitrone ist dabei ein wahres Around-Talent, das deine Gesundheit schützt und bei der Beseitigung schädlicher Ablagerungen in den Gefäßen helfen kann. Gesunde Nahrungsmittel sind also wirklich essentiell für die Vorbeugung vor Gefäßablagerungen. Knoblauch hält Blut, Herz und Gefäße gesund. Schon in der Steinzeit wurde die Knolle gegen vielerlei Krankheiten eingesetzt. Die Wirkung von Knoblauch bei erhöhten Blutfettwerten ist inzwischen anerkannt. Als sinnvolle Ergänzung zur Ernährungsumstellung kann Knoblauch die Behandlung erhöhter Blutfettwerte unterstützen und Arteriosklerose vorbeugen. Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen des Knoblauchs gehören verschiedene schwefelhaltige Verbindungen, darunter das geruchslose Alin, das beim Zerkleinern von Knoblauchzehen in Allicin umgewandelt wird. Im Knoblauch sind außerdem gesunde Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Allicin besitzt die besondere Eigenschaft, schädliche Viren, Bakterien und Schimmelpilze zu bekämpfen. Darüber hinaus verbessert Allicin die Fließeigenschaften des Bluts und trägt dazu bei, dass die Blutgefäße elastisch bleiben. Ingwer ist ein beliebtes Gewürz, das in der Küche zum Verfeinern von Speisen verwendet wird. Darüber hinaus wird Ingwer auch in Form von frischem Ingwer oder als Ingwertee konsumiert. Der Ingwer besitzt zahlreiche gesunde Eigenschaften. Therapeutisch wirksame Inhaltsstoffe des Ingwers verdünnen das Blut, senken den Cholesterinspiegel und den Blutdruck. Dadurch bleiben die Venen elastisch. Kurkuma zählt ebenfalls zu den Ingwergewächsen und verfügt über eine starke Antioxidationswirkung. Bei regelmäßigem Konsum kann Kurkuma Schäden an den Gefäßwänden reparieren und Gefäßerkrankungen vorbeugen. Durch den Verzehr von Kurkuma wird das Blut dünnflüssiger und die Durchblutung verbessert sich. Als bewährtes Heilmittel wird Kurkuma schon seit vielen Jahrhunderten in asiatischen Ländern genutzt. Zu den gesundheitsfördernden Eigenschaften der Gewürzpflanze zählen die spezifischen Wirkungen des Farbstoffs Kurkumin. Der Hauptinhaltsstoff der Kurkuma-Pflanze soll auch erstaunlich positive Effekte bei Herz- und Gefäßerkrankungen haben. Die im Kurkuma enthaltenen antioxidativen Substanzen können die Bildung von schädlichen LDL-Cholesterin hemmen und dadurch den Gesamtcholesterin-Blutspiegel senken. Zitronen schmecken angenehm sauer. Die Südfrüchte sind reich an gesunden Vitaminen. Mit 4 Zitronen täglich kannst du deinen Tagesbedarf an Vitamin C decken. In Zitronen sind wertvolle Flavonglycoside enthalten, die den Cholesterinspiegel senken und dadurch vor Arteriosklerose schützen. Eines der bekanntesten Möglichkeiten gegen Arteriosklerose ist eine sogenannte Zitronen-Knoblauchkur. Mit einer Zitronen-Knoblauchkur, die du zu Hause selbst durchführen kannst, schützt du dich vor den Folgen einer Arterienverkalkung.
Grundsätzlich ist die kurmäßige Anwendung für alle geeignet, die sich gesund und vitaminreich ernähren möchten. Für deine persönliche Zitronen-Knoblauch-Kur gegen Arteriosklerose benötigst du nur Zitronen und Knoblauch. Bei regelmäßiger Anwendung wirkt die Zitronen-Knoblauch-Kur wie ein Jungbrunnen und hilft dabei, die Adern von Kalkablagerungen zu befreien. Bereits kleinste Ablagerungen an den Gelenken, Arterienwänden oder im Gehirn erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt und Schlaganfall. Wenn die Kalkablagerungen jedoch rechtzeitig entfernt werden, sinkt die Gefahr einer Arterienverkalkung und das Wohlbefinden kann deutlich verbessert werden. Eine gesunde Lebensweise, vitaminreiche Ernährung und die Zitronen-Knoblauch-Kur können dazu beitragen, einen hohen Blutdruck zu normalisieren, die Beweglichkeit der Gelenke zu verbessern und sogar die geistige Leistungsfähigkeit zu steigern. Mit einer Knoblauchfahne musst du während dieser Kur nicht rechnen. Die Zitrone wirken recht neutralisierend auf den Knoblauchgeruch. Eine Zitronen-Knoblauch-Kur lohnt sich vor allem als vorbeugende Maßnahme gegen Arteriosklerose bei Bluthochdruck, Tinnitus und Parodontose. Verwende am besten Zitronen und Knoblauch in Bio-Qualität, da Bio-Lebensmittel naturbelassen sind und keine chemischen Zusatzstoffe enthalten. Zur Herstellung deiner Zitronen-Knoblauch-Kur benötigst du 3 bis 5 Zitronen, 30 Knoblauchzehen und 1 Liter Wasser ohne Kohlensäure. Die ungeschälten Zitronen werden zunächst sorgfältig abgewaschen und anschließend in Stücke geschnitten. Nach dem Schälen der Knoblauchzehen gibst du die beiden Zutaten in den Mixer und füllst das Gefäß mit 500 ml Wasser auf. Sobald die Zitronen-Knoblauch-Mischung gut zerkleinert ist, wird diese gemeinsam mit den restlichen 500 ml Wasser in einem Kochtopf gegeben und auf dem Herd auf ca. 70 Grad erhitzt. Der Sud wird nach der Abkühlung in ein geeignetes Gefäß gefüllt und kann im Kühlschrank aufbewahrt werden. Wenn du eine sehr flüssige Zitronen-Knoblauch-Kur-Mischung bevorzugst, kannst du die Masse nach dem Abkühlen durch ein Tuch filtern und den Saft für deine Zitronen-Knoblauch-Kur verwenden. Damit du von der Wirkung der Mischung profitieren kannst, solltest du täglich 4 bis 6 Teelöffel davon einnehmen. Der zubereitete Mix kann sowohl vor als auch nach dem Essen eingenommen werden. Falls der Geschmack zu scharf oder säuerlich ist, kannst du natürlich mit etwas Wasser nachspülen. Ein Schluck Milch hilft, den typischen Knoblauchgeschmack zu mindern. Die Zitronen-Knoblauch-Kur dauert zwischen 6 und 8 Wochen und sollte ein- bis zweimal im Jahr durchgeführt werden. Wenn du Knoblauch und Zitrone gerne in Form von Rohkost essen möchtest, kannst du die Zutaten nach dem Mixen ohne Zugabe von Wasser direkt im Kühlschrank lagern. Diese Variante der Kur ist deutlich geschmacksintensiver. Der Knoblauch-Zitronen-Mix verleiht deinen Speisen ein zusätzliches Aroma. Darüber hinaus ist die Wirkung von rohem Knoblauch und frischer Zitrone wesentlich stärker, da die Vitamine vollständig erhalten bleiben. Bei der Rohkostvariante der Zitronen-Knoblauch-Kur genügen deshalb schon 1 bis 2 Teelöffel der Mischung, die du in etwas Wasser einrühren und zu den Mahlzeiten trinken kannst. Wenn du gar keinen Knoblauchgeruch magst und dennoch etwas zur Vorbeugung gegen Arteriosklerose tun möchtest, kannst du den Knoblauch mit etwas Alkohol vermischen, sodass der Geruch komplett verschwindet. Für die Alkoholmischung benötigst du 250 Gramm geschälte Knoblauchzehen und 200 bis 250 Milliliter 96%igen Weingeist. Die Zubereitung ist auch hier denkbar einfach. Zerdrücke die Knoblauchzehen vorsichtig mit einer Gabel oder zerkleinere sie im Mixer. Anschließend gibst du den zerkleinerten Knoblauch in den Weingeist. Die Knoblauch-Weingeist-Mischung wird danach in ein Glas gefüllt, das verschlossen und während 10 Tage kühl gelagert wird. Nach 10 Tagen kannst du die Mischung durch ein staubfreies Tuch filtern und dabei den Weingeist auftragen. Den gefilterten Saft füllst du in eine Flasche, die an einem kühlen Ort aufbewahrt wird. Die selbstgemachte Zitronen-Knoblauch-Kur ist ausgesprochen günstig, enthält gesunde Inhaltsstoffe und wirkt positiv auf deine Gesundheit. Mit Knoblauch und Zitrone hilfst du deinem Körper, Gefäßablagerungen abzubauen. Dadurch wird dein Herz-Kreislauf-System gestärkt, während der Blutdruck sinkt. Die Mischung aus Knoblauch und Zitrone soll auch das Seh- und Hörvermögen unterstützen und einen wichtigen Beitrag zum Rückgang von Parodontitis leisten. Das Grundrezept für die Kur lässt sich durch die Zugabe weiterer Gewürze erweitern und somit die Wirksamkeit steigern. Als weitere Zutaten eignen sich Ingwer und Kurkuma. Für die Erweiterung des Grundrezepts benötigst du ein 3 cm großes Stück rohen Ingwer mit Schale, 1 bis 2 Teelöffel Kurkuma-Pulver und 1/4 Teelöffel schwarzen Pfeffer. Nachdem du wie im Grundrezept beschrieben die Knoblauchzehen und Zitronen zerkleinert und in den Mixer gegeben hast, fügst du nun Ingwer, Kurkuma und den schwarzen Pfeffer hinzu.
Anschließend gibst du etwas Wasser in den Mixer und vermischt alles, bis eine cremige Paste entsteht. Die Paste wird dann zusammen mit dem restlichen Wasser in einen Topf gefüllt und kurz aufgekocht. Sobald die Mischung kocht, wird der Topf vom Herd genommen. Der Sud wird durch ein Sieb gefiltert und sollte anschließend gut abkühlen. Anschließend kannst du den Sud in eine geeignete Flasche abfüllen, die du im Kühlschrank aufbewahrst. Von der flüssigen Kur trinkst du täglich während der nächsten 20 Tage ca. 25 ml morgens und mittags nach dem Frühstück und nach dem Mittagessen. Vorsicht ist aber dennoch geboten, denn die Zitronen-Knoblauch-Kur ist zwar sehr gesund, aber eine kurmäßige Anwendung ist nicht für jeden uneingeschränkt zu empfehlen. Während einer Schwangerschaft solltest du auf diese Kur verzichten. Falls du regelmäßig Medikamente einnehmen musst, ist es sinnvoll, vorher mit dem Arzt zu sprechen, ob die Zitronen-Knoblauch-Kur für dich geeignet ist. Wie jede Kur muss auch diese über einen bestimmten Zeitraum durchgeführt werden, damit sie wirken kann. Die Zitronen-Knoblauch-Kur dauert mindestens 20 Tage, gefolgt von einer einwöchigen Pause. Daran schließt sich eine weitere Kur für nochmal 20 Tage an. Anschließend machst du wieder eine Woche Pause und führst danach eine dreiwöchige Zitronen-Knoblauch-Kur durch. Nachhaltige Erfolge erzielst du, wenn du die Kur 2 bis 3 Mal jährlich wiederholst. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.